Kultur- und Informationstag an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und wir hier bei uns im HEET-Studio wollen euch ein paar Studiengänge genauer vorstellen. Und bei uns wird es jetzt spannend, denn es geht um das Lehramt an Förderschulen. Und ich sage herzlich willkommen an Herrn Dr. Kulig. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Herr Dr. Kulig, Lehramt für Förderschulen an der MLU Halle-Wittenberg. Was bedeutet denn prinzipiell erstmal Förderschule? Eine Förderschule ist erstmal eine Schulform, die speziell als pädagogische Einrichtung dafür da ist, Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedarfen zu unterstützen in ihrem Lernen und in ihrer Entwicklung. Das Lehramtsstudium Förderschule beschränkt sich aber nicht auf den Förderort Förderschule, sondern ist auch das Lehramtsstudium, was Schülerinnen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen helfen soll, im normalen Unterricht, in der Regelschule, im Regelunterricht zurechtzukommen und auch dort erfolgreich zu lernen. Wenn wir also vom Lehramt Förderschule reden, reden wir mindestens von zwei Perspektiven, die sich für den Studenten auftun. Was wären diese Perspektiven? Also was erwartet mich generell im Studium? Also die beiden Perspektiven waren, wie gesagt, die Förderschule selbst als Arbeitsort für den Lehrer und eben das Inklusive, wo ich also mit Grundschulkollegen zusammenarbeite in einer Klasse, die vielleicht gemischt ist mit Behinderten, Nichtbehinderten und so weiter. Im Studium selbst erwartet mich die Vorbereitung auf diese Tätigkeit. Ich befasse mich also mit rehabilitationspädagogischen oder sonderpädagogischen Inhalten. Das ist der eine Schwerpunkt. Ich befasse mich natürlich mit bildungswissenschaftlichen Inhalten. Was ist Pädagogik? Was ist Erziehung? Ich befasse mich mit psychologischen Inhalten. Ja. Und ich befasse mich natürlich auch mit Schulfächern, also Mathematik, Deutsch, Sport, Sachkunde. Und aus diesen Blöcken in verschiedenen Anteilen setzen sich die Lehramtsstudiengänge in der Förderschule zusammen. Und welche Fächerkombinationen gibt es da? Welche werden vielleicht häufig gewählt? Also was würden Sie vielleicht empfehlen? Kann man so gar nicht sagen. Man hat in der Rehabilitationspädagogik verschiedene Fachrichtungen, die jeweils Kinder mit verschiedenen Bedarfen in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen rücken. Das können Kinder sein, die Bedarfe haben im Bereich Lernen, im Bereich der körperlichen Entwicklung, Körperbehinderte, volkstümlich genannt, der geistigen Entwicklung und so weiter. Diese Fachrichtungen kann man in Sachsen-Anhalt nicht alle studieren. Wir haben 5 davon. Zum Beispiel eine Blindenpädagogik bildet Sachsen-Anhalt nicht aus. Okay. Auch eine Gehörlosenpädagogik bilden wir nicht aus. Bei uns können Sie studieren geistig Behindertenpädagogik, Körperbehindertenpädagogik, Lernbehindertenpädagogik, Sprachbehindertenpädagogik und Pädagogik bei Gefühls- und Verhaltensstörungen. Ja. Und diese Fachrichtungen können Sie kombinieren, aber nicht in freier Form, sondern da gibt es bestimmte Vorgaben, was mit was zusammen zu studieren geht. Da gibt es dann aber wahrscheinlich auch noch direkt jemanden, an den ich mich wenden kann, wenn ich jetzt speziell Fragen habe, weil es ja einfach so ein riesengroßes Angebot gibt. Uns würde natürlich auch noch besonders interessieren, Sie haben es ja schon gesagt, das sind einfach Kinder, die besondere Betreuung einfach auch brauchen. Welche bestimmten Voraussetzungen sollte ich denn haben, wenn ich mich wirklich entscheide, ich möchte Lehramt-Förderschule studieren? Ich habe, persönliche Voraussetzungen, die ich nennen würde, und formale. Die persönlichen Voraussetzungen sind dahin zu suchen, dass ich natürlich bereit bin, mich auf solche Kinder einzulassen. Ich muss wissen, dass ich mich auf Kinder einlasse, die oft schwierig sind, speziell sind. Schüler mit Verhaltensstörungen sind sicher nicht immer nett. Und Schüler im Bereich der Geistbehindertenpädagogik erfordern vielleicht auch pflegerisches Handeln. Auch das muss ich wissen, im Bereich der Körperbehindertenpädagogik sowieso. Ich brauche also die Bereitschaft, mit diesen Kindern überhaupt arbeiten zu wollen. Ja. Das ist sicherlich der Grundantrieb, der ihn zu diesem Studium bringen sollte. Es ist sicherlich hilfreich, ein geduldiger Mensch zu sein. Man muss sicherlich das gleiche Ding, die gleiche Sache auf verschiedene Arten erklären können. Ja, und man muss auch die Eigenschaft mitbringen, denke ich, sich an kleinen Lernerfolgen auch erfreuen zu können und sagen, das ist eben Teil meiner pädagogischen Arbeit, auch wenn es kein Riesensprung ist. Sicherlich muss man auch im Studium erlernen, trotz der Empathie, die man für die Kinder empfinden sollte, eine gewisse professionelle Distanz zu wahren. Ja? Ich sollte also auch Sachen, die mich persönlich betreffen oder die mich bedrücken vielleicht, auch professionell bearbeiten können, eine Distanz auch zu dem, was ich sehe, aufzubauen. Ja. Aber das wird im Studium stark thematisiert, diese Reflexionsfähigkeit. Das ist auch ganz, ganz wichtig, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Gibt es denn die Möglichkeit für Schüler oder so potenzielle Studis, da einfach mal reinzuschnuppern, sich das Ganze schon mal so aus Studentensicht anzusehen? Die Möglichkeit gibt es im Rahmen von Schülerpraktika und das haben wir auch manchmal, sitzen bei uns dann Schülerinnen und Schüler in der Vorlesung oder im Seminar und diskutieren auch mit. Also
habe ich schon gute Erfahrungen sogar damit gemacht. Das ist wahrscheinlich auch eine tolle Sache, einfach sich das Ganze schon mal vorab anzusehen. Herr Dr. Kulig, mich interessiert mal noch, wie lange geht denn das Studium? Also wie ist die Regelstudienzeit? Die Regelstudienzeit umfasst 9 Semester. Es sei denn, Sie haben die Grundschulfächer Kunst und Musik, dann kann es 10 Semester gehen. Ansonsten haben wir ein volles Hochschulstudium mit 9 Semestern, was, und das ist wichtig, wenn man sich für Halle entscheidet, kein gestuftes Studium ist. Wir haben im Lehramt kein Bachelor-Master-System, sondern wir haben ein ganz klassisches Staatsexamen, also der universitäre Teil Ihrer Ausbildung würde, wenn Sie denn nach Halle kommen, nach 9 Semestern mit einer ersten Staatsprüfung enden. Mhm. Und der zweite Teil Ihrer Ausbildung wäre das Referendariat, wo Sie dann in der Schule tätig sind, was aber nicht mehr unter der Regie der Universität steht. Wenn Sie auch dieses schaffen, haben Sie zum Beispiel analog zur Juristerei eine zweite Staatsprüfung und erst diese zweite Staatsprüfung eröffnet Ihnen dann den staatlichen Schuldienst. Und wie sieht es aus mit den praktischen Phasen? Oder gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, mal ins Ausland zu gehen und vielleicht sogar ein Auslandspraktikum zu machen und da einfach auch ganz neue Erfahrungen zu sammeln? Ja, der Studienaufbau im Lehramt Förderschule, und das ist sicher ein Punkt für Halle als Studienort, hat schon während der universitären Phase mehrere Praktika, die in der Schulpädagogik angesiedelt sind, in der allgemeinen, aber auch in den genannten reha-pädagogischen Förderschwerpunkten. Sie haben schulpraktische Übungen, die auch begleitet werden durch Dozenten. Und Sie haben dann im 7. Semester auch die Möglichkeit, ein großes Praktikum zu machen über 4 Wochen. Und da Sie 2 Fachrichtungen studieren, sind es 2x4 Wochen. Und da sollte man auch die Möglichkeiten, die die Universität anbietet, zum Beispiel über die qualitätsoffensive Lehrerbildung, nutzen und vielleicht ein Praktikum im Ausland machen, eine freie Schule sich mal ansehen, eine inklusive Schule sich mal ansehen. Also die guten Praktikumsmöglichkeiten, die es bei uns gibt, im Studium auch nutzen, um den Horizont ein bisschen größer zu machen als nur die Förderschule selbst. Genau, weil man sich einfach so viele Sachen auch noch mal erschließen kann. Und es ist ja toll, dass man das auch, oder dass es die Möglichkeit hier in Halle natürlich auch gibt. Herr Dr. Kulig, Sie haben es jetzt schon so oft gesagt, Halle ist einfach eine tolle Stadt, um das auch zu studieren. Warum sollte ich unbedingt nach Halle kommen? Ja, ein ganz simpler Grund ist eigentlich, dass in Halle im Gegensatz zu anderen Studienstädten das Verhältnis von Dozent und Student noch verhältnismäßig freundlich ist. Ja. Wir haben im gesamten Lehramt Förderschule ungefähr 90 Studierende, die wir jedes Wintersemester aufnehmen. Und da jeder 2 Fachrichtungen studiert, sind es ungefähr pro Fachrichtung 35 Personen, die neu anfangen. Also ich zumindest kenne fast alle meine Studenten. Und ich glaube, das unterscheidet uns doch sehr stark von Massenuniversitäten, wie wir sie gerade in Nordrhein-Westfalen oder so häufiger finden. Das ist für meine Begriffe formal gesehen das größte Plus für Halle. Ansonsten gibt es auch noch informelle Gründe. Es ist eine Studentenstadt, es lässt sich gut hier leben. Absolut. Und man bekommt auch für verhältnismäßig kleines Geld noch vernünftigen Wohnraum. Also ganz, ganz viele Punkte, die einfach für Halle natürlich auch sprechen. Und bei so netten Dozenten fällt die Wahl, glaube ich, gar nicht so schwer. Herr Dr. Kulig, ich sage vielen, vielen Dank und hoffe natürlich, dass wir im nächsten Jahr viele potenzielle Studis haben. Ich sage großen Dank und alles Gute. Ja, bitteschön.